lohnt sich Iceborne für Monster Hunter World. Wenn du Monster Hunter World mochtest, ist Iceborne einfach mehr Monster Hunter World. Also halt, wenn du mehr Monster Hunter World möchtest, kauf dir Iceborne. Hallo Chris, morgen um Punkt 10 findet das Frühlingsderby auf dem Hauptplatz statt. Wenn du nur ein Pferd auf deiner Farm hättest, es wäre schön gewesen, wenn du mitmachen und das Derby unterstützen könntest. Nächstes Jahr. Ist das ein Remake von Back to Nature? Nein, das ist ein Remake von Friends of Mineral Town. Oh nein, oh nein. Kann ich das abbrechen? Okay, sehr gut. Okay, Friends of Mineral Town ist ein Remake von Back to Nature. Okay, das wusste ich nicht. Also ich wusste, dass es ein Remake, dass das Game Boy Advance Spiel irgendwie ein Remake vom PlayStation Ding war, aber ich habe vergessen, dass das PlayStation Spiel Back to Nature hieß. Weil ich dumm bin. Weiß jemand, auf welcher Ebene ich Silber finde? Weil dann kann ich da gleich einfach mal hindudeln und bisschen nach Silber grinden. Habe ich schon mal Hatsune Miku gespielt? Einmal. Aber das war nur bei einem Kumpel. War ganz süß. War ganz lustig. Aber ich bin halt aus dem Rhythmusspiele spielen, glaube ich, einfach raus. By the way, alternativ. Falls ihr es nicht im eShop bestellen möchtet, könnt ihr es gerne in der Beschreibung bei meinem YouTube-Video da vorbestellen. Herr Dudley, im Gasthaus macht kein so gutes Jamsville-Dessert wie ich. Bei unseren Teepartys ist es die beliebte Süßigkeit. Okay, bist du bereit? Also du brauchst Jamswurzel, okay, und Eier und vergiss die Butter nicht. Dann gib alles zusammen in einen Topf mit der kleinen Prise hiervon und davon und dann backst du alles im Ofen. Es reicht, um einen leckeren Geschmack zur Geltung zu bringen. Die Zutaten sind einfach von der Natur so gut. Okay, sind wir jetzt Best Friends, weil er mir jetzt ein Rezept gegeben hat? Miteinander spielen? Welche? Oh, wir sind Freunde! Nice! Okay, alles gut. Voll nice! Cliff, wann magst du mich endlich? Ja, es ist okay, dass du... Meine Güte. Wäre geil, wenn du einfach... Und so... Bitte. Cliff's Han. Ohne Geishimasu. Why are you not who my friendo? So. Alles, was ich gerne mache nu, willu, ist dich zu heiraten nu. Okay, oh. Ach, Mann. Weiß man, was es kosten soll. Das Spiel wird 9 und... Oh Gott, ich habe vergessen, das hier zu gießen. Das Spiel wird 49 Euro kosten. Ich will die ganze Zeit, dass es draußen regnet, aber ich glaube, es regnet einfach nicht. Und das macht mich sehr traurig. Hm.
schon ein bisschen super sad. Fange ich schon ein bisschen an zu weinen gerade. Gut, dann jumpen wir nochmal in die heiße Quelle und buddeln uns nochmal nach unten. Halt, ich muss auch irgendwann nochmal das Super Nintendo Harvest Moon spielen, weil ich wollte das immer mal spielen. Ich habe das noch nie getan. Ich habe einfach nur das Game Boy Color Harvest Moon damals gespielt und das ist halt eigentlich ein bisschen enttäuschend. Aber das Game Boy Color Harvest Moon war auch schon ganz cool eigentlich. Finde ich das Spiel bis jetzt. Ich finde es ganz süß. Ich meine, so viel vom Spielinhalt habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich spiele das ja erst irgendwie 3 Stunden circa. Aber vom Technischen her finde ich das eigentlich ziemlich okay. Es ist halt... Also die Grafik ist jetzt nicht bombastisch geil. Da geht definitiv noch ein bisschen mehr. Aber es läuft halt in 1080p und mit 60 FPS. Und das ist schon mal ganz geil. Und es spielt sich halt, wie ihr seht, ultra flott. Alles geht mega schnell. Ladezeiten sind einfach instant so. Das ist halt echt richtig gut gemacht, Mann. Also ich dachte mir halt die ganze Zeit, Harvest Moon wird dann wieder gut, beziehungsweise halt Story of Seasons wird dann wieder gut, wenn es halt sich so flott spielt wie Stardew Valley. Und das hier kommt auf jeden Fall an die Flottigkeit von Stardew Valley mit ran. Tatsächlich ist das hier sogar ein bisschen schneller als Stardew Valley, weil du in Stardew Valley schleichst du ja überall hin, außer du hast ein Pferd. Und hier bist du halt echt richtig am Speeden so die ganze Zeit. Aha, na bitte. So, Ebene 2. Ich denke mal, wir müssen zu Ebene 5, um Silber zu finden. Vielleicht reicht ja auch Ebene 3. Oh, reicht Ebene 3. Perfekt. Okay. Was hatte ich von Harvest Moon One World? Weiß ich nicht. Was ich jetzt sah, hat mich jetzt nicht so angeturnt. Muss man mal gucken. Okay, wir haben 1 Silber, aber das ist, glaube ich, okay. Jetzt muss ich nur noch irgendwie an Cash Money kommen und dann kann ich meine Dings upgraden. Meine Gießkanne, damit sie endlich ein bisschen effizienter ist. Ich habe alles gegossen jetzt, ne? Genau, alles gut. Hä, ich hab schon Silber? Was ist... Was? Okay, das finde ich interessant. Und habe ich nicht mitbekommen. Thank you.
Ich würde jetzt gerne hier... Ah, okay, warte. Da kann ich jetzt... Nehmen wir mal so 3 raus. Und die restlichen 3 behalten wir. Weil dann haben wir hoffentlich Geld, dass ich meine Gießkanne aufleveln kann. Und dann ist erstmal alles gut. Das hier ist Remake von Harvest Moon Friends of Mineral Town. Also das hier ist das Original Harvest Moon, heißt aber halt Story of Seasons jetzt. Und das ist von den Originalentwicklern auch. So, ein Feld haben wir noch. Stimmt, wir können jetzt die Wichtel die Felder gießen lassen, ne? Hab ich ganz vergessen. Egal. Die 3 Felder kann ich jetzt auch noch selber machen, Mann. So, ich glaube, das habe ich eingesammelt. Dann können wir jetzt direkt losgehen, wieder Best Friends mit allen werden. Wenn die erstmal meine Freunde sind... Sind die dann für immer meine Freunde oder muss ich denen konstant weiterhin Sachen geben? Ach du Kacke, das habe ich ja ganz vergessen, dass es heute ist. Hat wahrscheinlich auch die Kirche zu, oder? Oh mein Gott. Wusstest du, dass am Rennen auch Pferde von der Yola Ranch teilnehmen? Allerdings werden sie von anderen Leuten geritten. Sieht so aus, als würden eine Menge Leute bei diesem Ereignis dabei sein. Früher hat sogar der alte Mugi am Rennen teilgenommen. Ah. Hast du Tickets gekauft? Ich habe jede Menge gekauft. Ich wusste nicht mal, dass man Tickets kaufen kann. Ich weiß, wer auf einen Gewinner setzt. Meine Wettzahlen stehen fast immer aus. Ich Glückspilz. Zahlen sich fast immer aus. Stehen sich fast immer aus. Beim Pferderennen fieber ich mal total mit. Ich kenne einfach nicht anders. Das ist so spannend. Ja. Bist du bereit für das Rennen? Kaufe ich mir ein Ticket? Ich glaube nicht. Wir haben kein Geld eigentlich. Ja. Wir machen das nächstes Jahr. Primrose, Buck, Invictus und Majesty. Das Rennen beginnt gleich. Achtung und los geht's. Ich trinke kurz mal was, weil ich unglaublich durstig bin. Wow. Okay. Kapiere ich nicht. Warum würde Primrose 14 Mal so viele Medaillen bekommen? Ah, nee, auf Primrose wurden 14 Medaillen gesetzt. Okay. Oder 14 Tickets oder was auch immer. Ah, okay. Aber das Rennen hat eben stattgefunden. Oder muss ich das nochmal machen?
Okay, machen wir jetzt noch eins. Gibt mehrere Rennen. Okay, während das durchläuft, muss ich gerade meinen Ventilator drehen, damit ich ein bisschen Luft abbekomme. Ich sterbe einfach so hart gerade. Oh. Holy fucking shit. What? Der zweite Platz heißt Tsukikage? Das ist ja übelst based. Oh mein Gott. Voll gut. Dude, what? Holy shit. Voll nice. So hieß damals meine Fansub-Gruppe. So, dann starten wir auch das nächste Rennen. Da ich kein Geld habe, kann ich mir weiterhin keine Tickets kaufen. Bam, los geht's. Muss ich auch mal weiterspielen. Ey, ich muss das halt auch eigentlich ganz dringend weiterspielen, aber dann kam Last of Us 2 und ein Umzug dazwischen. Das war ein bisschen kacke eigentlich. Aber jetzt ist ja alles durch. Das heißt, es kann weitergehen. Bald. Na, jetzt muss ich auch nicht mehr, oder? Jetzt soll ja alles zu. Oh, toll. Ihr coolen Menschen einfach. Ha. Hallo, Chris. Hast du kurz Zeit? Ich hätte eine Bitte. Weißt du, diesem kleinen Fohlen geht es nicht gut. Es braucht etwas mehr Aufmerksamkeit. Leider habe ich nicht genug Zeit dafür. Kannst du es für mich großziehen? Okay. Wirklich? Sehr schön. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Gib doch dem kleinen Racker gleich einen Namen. Okay, jetzt sind wir übelst lahm und nenn's Epona. Nenn es Plörre. Das ist doch mal... Wenn das mal kein Name ist... Die Aufzucht von Pferden ist gar nicht so kompliziert. Gib ihnen einfach viel Liebe und Pflege. Das reicht vollkommen. Sprich jeden Tag mit ihnen, okay? Sie lieben es, deine Stimme zu hören. Sie genießen es auch, jeden Tag gestreichelt zu werden. Also gut, ich werde das kleine Fohlen in deinen Stall bringen. Wenn es ausgewachsen ist, hole ich es ab. Kümmere dich bis dahin gut darum. Ich zähle auf dich. Bitch, das ist mein Pferd jetzt. Als ob ich dir das Pferd gebe. Ich glaube es. Du brauchst deine Fohlen nicht füttern. Gib ihnen einfach nur Leckerlis. Stell dich in die Nähe und drücke... Okay. Cool, cool. Lala Queen, danke für deinen Sub. Danke für 7 Monate Treue. So, dann warten wir mal kurz auf die Zwerge. Weil da können wir ja anscheinend gleich irgendwie Stuff mit denen machen und dann spare ich mir die ganze Energie hier. Die Kartoffeln müssten längst erntbar sein. Echt? Wenn die, aber Blumen? Holy shit, okay, wenn die eine Blume haben, sind die erntbar. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die sieht man irgendwie. Ah, verdammt. Na egal, was soll's. So. Time to get rich, Alter. Ha
Du kannst deine Tasche noch vergrößern. Also ich kann sie theoretisch auch schon kaufen. Die kostet nur 3000 Gold und ich habe nicht so viel Geld. Das kriege ich jetzt erst, nachdem ich 18.000 Kartoffeln verkauft habe, Mann. Pass auf, gleich raint es einfach Money, so. Die können auch weg. Ich brauche mehr Platz. Ich brauche mehr Platz, Mann. Okay, wir haben den 19. Kriegen wir bis Monatsende nochmal ein paar Kartoffeln hoch? Ich glaube eigentlich schon, oder? Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wie lange hat das jetzt hier gedauert? Das waren doch auch nur 6 Tage oder so, ne? So und so. Nice, Sue. So. Dann. So. Dann. Perfekt. Okay, es ist noch Donnerstag, das heißt, der Laden hat offen. Hey Lena, was geht ab? Kaufen wir uns ein paar mehr Kartoffelchen. Ey, Kartoffeln sind auch solche guten Sachen. Holy shit, es gibt nichts Besseres als Kartoffeln, Mann. Verdammt, ich kann nur 4 kaufen. Ätzend. Felder gießen. Sieben Tage. Stimmt, genau. Um Hilfe bitten. Was? Ach so, okay. Gut, dann hier. Ha, siehst du? Und schon ist er einfach mit dabei. Nutzpflanzen ernten. Okay, das bringt noch nicht so viel. Dann gießt du auch erstmal Felder. Auch 7 Tage lang. Stimmt, genau. Okay, cool. So, das hätten wir. Ich glaube, mit dir kann ich noch nichts machen, daher alles gut. Wie mag ich denn meine Kartoffeln am liebsten? Ey, Kartoffeln in Curry, also japanischem Curry. Genial einfach. Meine Güte, also ist das nicht ungewöhnlich? Sieh mal da drüben, es ist Brandon. Ich weiß gar nicht, wann ich ihn das letzte Mal in der Stadt gesehen habe. Brandon? Meinst du den leicht exzentrischen? Ach nein, ich werde kein Blatt von dem Mund nehmen. Den sehr seltsamen Einsiedler? Ja, genau, das ist er. Er ist hier und ziert unsere Stadt mit seiner einzigartigen Präsenz. Ich habe gehört, er ist ein Hübscher und dazu noch ein ausgezeichneter Künstler, aber sehr, sehr seltsam. Oh ja, das habe ich auch gehört. Was sind das denn für Tratschtanten, Alter? Man erzählt sich, dass er ein weltberühmter Künstler ist. Also ich habe gehört, dass reiche Leute aus aller Welt bereit sind, ein Vermögen für seine Werke auszugeben. Mir hat ein kleines Vögelchen zugeswitchert, dass sein Kontoauszug eine Zahl mit unglaublich vielen Nullen zeigt. Was? Wirklich? Wo in aller Welt hast du denn sowas gehört? Ah, ein gut aussehender Mann, der Gedanken verloren in die Wolken starrt. Also das nenne ich Kunst. Gut aussehend und reich, auf jeden Fall ein Jackpot.
Oh, sieh nur diesen göttlichen Ausdruck von Langeweile an, während er wehmütig in den Himmel blickt. Ach, meinst du, er wäre daran interessiert, meine kleine Atke zur Frau zu nehmen? Meine kleine Ad? Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Ich glaube, Ad wird das ausgesprochen. Ja, sie wohnt gerade nicht hier und ich weiß nicht, wann sie zurückkommt, aber so schlimm ist das ja nicht, stimmt's? Schlimmer als schlimm, würde ich sagen. Es ist schwierig, jemanden zu daten, den man nicht kennt oder der nicht einmal hier ist. Wie auch immer, du wirst nicht glauben, was gestern passiert ist. Ich kann es ja selber kaum glauben. Also das muss ich jetzt hören, sag schon. Was für ein Müll, Alter. Ach, genug, ich halte das nicht länger aus. Hört das denn nie auf? Hä? Ob es mir gut geht, fragst du? Wieso denn nicht? Ich habe nur darauf gewartet, dass mir der Himmel meine nächste Aufgabe zeigt. Du erhältst eine wahre Flut von Informationen, wenn du darauf hinausschaust. Wenn du nur hinausschaust. Das gut zu organisieren ist keine Kleinigkeit. Alle Stimmen in meinem Kopf schreien jetzt nach Aufmerksamkeit. Es raubt mir meine Kraft, sie einfach nur zu ordnen. Habe ich gerade mit mir selbst geredet? Ah, entschuldige. Wenn ich nachmittags spazieren gehe, kommt die Inspiration manchmal über das heiterem Himmel. Das Einatmen der frischen Luft während des Spaziergangs regt sowohl die Inspirationsquelle in mir an, bis sie überläuft, als auch meinen Penis. Nun denn, meine Gedanken sind endlich einigermaßen geordnet, also werde ich mich auf den Weg machen. Schönen Tag noch. Nachdem ich ein wenig drüber nachgedacht habe, die Idee, dass die Eltern entscheiden, wen ihr Kind heiratet, wird irgendwie veraltet. Es ist doch wirklich albern. Wie kann ich von Edge erwarten, dass sie glücklich ist, wenn sie nicht entscheiden darf, mit wem sie zusammen ist? Sie möchte womöglich nicht einmal heiraten. Ach, das ist wahr. Unsere Kinder sind keine Miniaturversion von uns selbst. Sie sollten ihre Zukunft selbst formen dürfen. Absolut. Ich stimme von ganzem Herzen zu. Aber trotzdem habe ich nichts gegen eine Augenweide. Warte mal. Wohin ist der verschwunden? Er war doch noch vor einer Sekunde hier. Künstler sind sie wohl ungeduldig. Ich bin noch hier. Ich bin auch hübsch. Und ich habe 2 Nullen auf dem Konto. Ich finde, das ist ziemlich... Das ist eigentlich ziemlich okay. Edge erinnert mich an Catherine. Edge. Ich muss Catherine auch mal wieder spielen. Eigentlich ist das Puzzle-Element halt echt süchtig machend. Aber naja, was soll's. Das kann weg, das kann raus. Huch. Okay. Vor oder nach dem Komma? Vor. Das heißt, ich habe, also zurzeit habe ich 135 Gold auf meinem Konto. Es gibt einen Menüpunkt im Spiel, wo ich alle meine Stats sehen kann. Meinst du die hier? Hey Symbidium, was ist am Abgehen bei dir? So. Und dann das hier. Und dann das hier. Ey, es ist halt echt warm draußen. Es ist halt wirklich... Ey, es ist nicht schön so. ...6000, Alter. Oh mein Gott. Raste aus, Mann. Holy shit. Wenn das nicht Chris ist, wie schön, dass du mich wieder besuchst. Ich freue mich immer über eine Opfergabe. Das gefällt mir sehr gut. Wie wunderbar. Danke. Tschüss. Sie ist auch ein Weirdo, Alter. Hat er 3 Nullen auf dem Konto, wirft er Gurken ins Wasser. Aber ich musste mich doch irgendwie mit der Erntegöttin gutstellen. Und die steht halt mega darauf, wenn man seine Gurke ins Wasser wirft. Ah.